Also ich habe mit 8 war es damals, habe ich Klavier angefangen und dann habe ich aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass es für mich einfach nicht das Richtige ist und habe dann auch immer versucht, die Stücke zu verändern und hier und da was hinzuzufügen. Dann habe ich irgendwann angefangen, mit ganz billigen Programmen Musik zu machen. Auf die elektronische Musik hat mich auf jeden Fall zuerst Robert Babicz gebracht. Also damals war es Remote Kiss, was ich von ihm gehört habe. Und das war so der Punkt, wo ich sagen muss, da hat es mich wirklich gecatcht. Und ab dann habe ich wirklich versucht, auch sowas zu machen. Als ich die erste Platte mit 14 gemacht habe, waren natürlich die Reaktionen schon ein bisschen gespalten. Manche sagten halt, okay, du bist noch nicht so weit und du könntest noch das und das machen an deinem Sound. Aber es gab auch viele, die halt, obwohl es da Sachen gab, die noch nicht gestimmt haben, mich schon supportet haben. Und ich denke, die Reaktionen waren jetzt auch in letzter Zeit deutlich besser, als sie damals noch waren. Also ich denke, ich habe mich da zum Guten gewandelt. Equipment ist bei mir so eine Sache. Zum Beispiel mein Modular-Synthesizer, damit mache ich schon sehr viel und wenn ich mal keine Ideen mehr habe, dann spiele ich einfach ein bisschen dran rum und dann kommt irgendwann irgendein Ton, der mich halt total inspiriert und dann wird da halt irgendwie weitergearbeitet, aber generell ist für mich Equipment eigentlich eher so ein Mittel zum Zweck, dass ich einfach das verwirklichen kann, was ich möchte. Inspiration kommt bei mir von ganz vielen Quellen und da sind natürlich auch so Spaziergänge wie hier im Westerwald drin und die mache ich auch sehr, sehr gerne. Da kommt man einfach super runter und man erdet sich gut. Allerdings gab es auch so Sachen wie zum Beispiel, dass ich vor 15 Jahren bin ich immer mit meinem Vater im Auto gefahren und wir haben immer Mike Oldfield gehört, Tubular Bells. Und das ist halt so eine Platte, die ich mir immer noch anhöre und da kann ich mittlerweile jede Minute auswendig. Und das sind halt so Sachen, die mich sehr berühren. Und ich denke, da kommt auch so eine unbewusste Inspiration her von so Erlebnissen als Kind. Also soundmäßig sehe ich mich natürlich nicht wirklich als Techno-Musiker, sondern schon irgendwie so mittendrin einfach. Ich habe halt viele Elemente von House und viele Techno. Also ich habe auch eine Herangehensweise, die eher so Techno ist. Aber von der Musik wird es halt eher anders. Und da würde ich mich schon im melodischen House-Techno-Bereich irgendwo sehen. Live-Spielen heißt für mich natürlich nicht jetzt mit 10 Keyboards auf der Bühne stehen und Drum Machines und allem Möglichen, sondern das ist schon bei mir Ableton als Zentrum. Und dann ist es aber nicht so, dass ich da faul meine Tracks abfeuere, sondern ich habe da schon meine Spuren und dann wird es auch natürlich live geremixed quasi. Und ich habe dann sehr viel mit Equipment rumprobiert und dann hatte ich viele Controller und dies und das, aber letztendlich bin ich jetzt auf einen Controller gekommen, der mir alles bietet, das, was ich brauche. Und damit funktioniert es super. Ich würde schon sagen, dass ich eher Künstler bin als jemand, der das irgendwie auf DJs zuschneidet oder so. Ich möchte halt schon immer so sicher sein, dass ich auch mich selber wiederfinden kann darin. Und das kann natürlich auch irgendwann mal in anderen Genres sich widerspiegeln, dass ich mal so einen Downtempo-Track mache. Es kann sein, aber es ist für mich immer wichtig, dass ich mich da wiederfinde. Wenn ich jetzt in Städten leben würde
oder irgendwie nur reisen würde, dann denke ich, wird meine Musik schon etwas anders klingen, weil ich mich halt auch hier sehr geerdet fühle und der Natur ein bisschen verbunden. Und ich glaube, das bringe ich auch ganz gut rüber in meiner Musik.